Wir reagieren heute auf die 25. Folge von Nachschlag, dem Format, wo Paul Brandenburg, Kayvan Sophie Siavash und Dieter Dehm immer miteinander diskutieren. Ich meine, wir hatten ja auch schon auf die letzten Folgen reagiert. Ich habe mir die Folge wie üblich vorher nicht angesehen. Ich möchte ja mit euch hier unvoreingenommen die Schlagzeile der Woche zusammen aussuchen. Und dementsprechend ja, bin ich gespannt, was die drei uns dieses Mal mitgebracht haben. Willkommen zur Osterausgabe von Nachschlag, dem Hochamt für alle Liebhaber der Wiederauferstehung. Ich begrüße meine beiden Konzelebranten Kayvan Sophie Siavash und Dr. Dieter Dehm. Hello. Hey. Hallo. Wir haben wieder drei Schlagzeilen für euch. Erstens, Zwangsjacken sind aus. Raus aus der NATO, raus aus der WHO, raus aus der EU. Zweitens, aus Buhmänner der Nation werden oft ihre Helden. Und drittens, Moskau liegt jetzt in der Ostsee. Geht danach, geht währenddessen gerne auf nachschlag.express und entscheidet, welche Schlagzeile eurer Meinung nach am besten getroffen hat. Letzte Woche habt ihr das auch gemacht und habt gesagt, mit 49% Nancy F. missbraucht jetzt Kinder. Das ist die Nummer 1. Ich danke euch. Auf Platz 2, der Staat macht keine Fehler, Bürokratie. Hey, das war auch das, was wir ausgewählt hatten. Nancy F., also wo dieser Schlumpfgate oder Loretta-Gate, wie man es jetzt auch immer nennen will. Aber das hatten wir hier als Schlagzeile der Woche ausgewählt. Gut, mit 29% und dann Russland, Demokratie, Nachhilfe, bitte ohne Deutsche. Diesmal wird es besser werden, lieber Dieter. Aber wenn ihr schon auf nachschlag.express seid und diesmal für Dieter stimmt, dann denkt dran, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Seid so gut, lasst ein paar Center für die Fortführung der Produktion dieser Sendung. Thema, Zwangsjacken sind out, raus aus der NATO, raus aus der WHO und raus aus der EU. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen, ob ich das erlebe. Da bin ich mir gar nicht mehr so unsicher. Nein, wenn man sich mal diese Organisationen anguckt, diese gesichtslosen Bürokratien, dann kann man ja da vielleicht noch, wenn man ganz naiv ist, sagen, ja, die hatten mal, da war mal ein guter Geist dahinter. Also die NATO, kann man behaupten, ist gegründet worden, weil man Angst hatte, dass die Russen sich zusammenschließen mit dem Warschauer Pakt, obwohl die ja danach gegründet wurden, also als Reaktion auf die NATO. Aber falls sie sich zusammenfinden würden, die Russen, und könnten dann eben überrollen und mit ihrem Kommunismus beglücken, dann müssen wir uns zusammenschließen, also einer für alle für einen. Das könnte man so noch sehen, wenn man aber allerdings die erste Aussage von Hastings. Ja, man sagt das völlig richtig. Der Westen wollte den Kalten Krieg, die Sowjetunion wollte das nicht. Und das ist auch völlig logisch. Die Sowjetunion war in der wirtschaftlich wesentlich schwächeren Ausgangssituation, also gewesen, die Konfrontation mit dem Westen zu suchen. Hört, der erste Generalsekretär war, da hat er gesagt, die NATO ist gedacht worden, also keep the Soviets out, the US in and the Germans down, das ist der eigentliche Sinn. Aber spätestens seit dem Jugoslawienkrieg mit deutscher Beteiligung wissen wir eben, dass die NATO alles andere als ein Friedensbündnis ist, sondern ein Angriffsbündnis. Die haben damals immerhin 78 Tage einen souveränen Staat gebombt, um dort auch ein Militärlager zu errichten, nämlich Bonn-Stil. Das war der Schritt 1. Schritt 2 ist ja die Ukraine. Man muss das geopolitisch verstehen. Da ist man herangerobbt. Oder wie die NATO selber gesagt hat, sie hat versucht, einen Fehler gut zu machen, den Eisenhower begangen hat, also Jugoslawien zu kassieren. Und wenn man sich dann eben auch anschaut, was in Afghanistan passiert ist und was das auch alles kostet und wie viel Unheil die NATO und der amerikanische Teil da über die Länder gebracht hat, allein unter Barack Obama, dann kann man nicht mehr sagen, naja, die machen auch was Gutes, die schützen uns vor Angriffen. Welche denn eigentlich? Also der erste Bündnisfall, der als Bündnisfall bezeichnet wurde, war der 11. September. Da hat gar kein Staat die NATO angegriffen. Und der zweite Bündnisfall, den ich immer in meinem Vortrag sage, ist die Sprengung von Nord Stream, weil das Interessante bei dieser Sprengung ist ja, dass die Geschädigten und die den Schaden ausgeübt haben, alle in der NATO sind. Das ist ja das Interessante. Also Deutschland, Norwegen und die USA sind alle in der NATO und haben damit zu tun. Ich sage ja immer, das ist die Autoimmunreaktion der NATO, deswegen raus aus dieser Truppe, ist auch zu teuer, was das alles kostet. Das Geld haben wir nicht, auch wenn wir darauf schreiben, Sondervermögen. Da sind wir auch schon bei der WHO. Sicherlich hatte die WHO mal eine gute Idee, war mal eine gute Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Motto, es gibt so viel Elend auf diesem Planeten, dass man mit einfachen Mitteln beheben könnte. Wenn man sich zusammenschließt und sagt, wir wollen generell ein paar Standards setzen, zum Beispiel, dass auf der ganzen Welt gesundes Wasser ist oder Grundnahrungsmittel zu bekommen sind, dann wäre ich auch dafür, dann fände ich das gut. Oder aber, dass man eben dort, wo medizinische Hilfe schwer zu bekommen ist, dass man eine Grundversorgung sichert. Habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber spätestens seit private Stiftungen da eingestiegen sind und ist die WHO etwas anders geworden, nämlich eine... Ja, da hat Kayvan hier völlig recht. Warum sind private Stiftungen eingestiegen? Weil die Staaten ihre Beiträge gekappt haben. Die Staaten haben gesagt, auch UN-Gesundheitsorganisation, die ist uns eigentlich zu teuer, wir frieren mal unsere Beiträge ein. Und dann sind solche Philanthropen wie Bill Gates gekommen und haben die Lücke gefüllt. Und ja, natürlich können sie damit Einfluss auf die WHO nehmen.
Also erstmal ganz direkt, indem sie sagen, und die Gelder dürfen nur für das und das verwendet werden und dann natürlich indirekt. Also wer die Rechnung bezahlt, der bestimmt, was geliefert wird. Das ist selbstverständlich. Abverkaufsabteilung für die Pharmaindustrie und private Interessen, um da mal ganz vorsichtig zu sein, man kann auch ganz andere Sachen da hineindeuten, möchte ich jetzt gar nicht so weit führen, aber dass die Rechte bekommen, was ja der neue Plan ist, die jedes nationale Recht kassiert und dass dann einige wenige Leute, die alle irgendwie in privaten Stiftungen verpflichtet sind, der Rest der Welt diktieren, was zu tun ist und was man sich in den Körper zu jagen hat, sonst verliert man seine Bürgerrechte oder es wird auf einem mit dem Finger gezeigt. Das kann auch nicht im Sinne der WHO sein, zumal da das WHO ja auch nicht bestimmt. Das ist ja nicht die World, die da irgendwas organisiert. Es sind einige private Spender, die über 80% des Budgets auf den Tisch legen, sodass man sich schon die Frage stellen muss, erstens, wer zahlt bestimmt und hat die restliche Welt wirklich nicht so viel Geld wie diese 2-3 Spender? Da stimmt ja dann irgendetwas nicht. Also auch eine suspekte Veranstaltung inzwischen raus. Und bei der EU ähnlich. Es gibt ja Leute, die behaupten, EU ist ein Friedensprojekt und mit dem Euro kam der Frieden. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Natürlich hatten wir vor der EU in Europa viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte Krieg, aber der ist ja jetzt nicht weg, seit es die EU gibt. Im Gegenteil, ich sage nochmal, Jugoslawienkrieg, aber auch die Art und Weise, wie die Bürger oder die Völker miteinander, übereinander reden, weil man sagt, ja, ist ja eigentlich eine Schuldenunion, die einen liegen ihre Verhältnisse, die anderen müssen immer bezahlen. Also ich kenne wenige Menschen, die nicht von der EU total enttäuscht sind. Das heißt, Kevin bringt hier gerade verschiedene Sachen durcheinander. Also erstmal die EU, europäischen Binnenmarkt, die europäischen Institutionen, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und dann den Euro. Und der Euro, der ist eine Fehlkonstruktion. Er hat das hier gerade so ganz grob umschrieben. Aber wenn du unterschiedliche Lohnpolitiken hast, dann werden manche Länder, die auf Lohndumping setzen, wie Deutschland und die Niederlande, eben wettbewerbsfähiger als andere Länder, die ihre Löhne stärker steigen lassen. Wie beispielsweise Griechenland, Italien oder Frankreich. Und dann müssen die Länder, die Überschüsse erwirtschaften, irgendwann Transferzahlungen an die Länder zahlen, die Defizite machen, weil die Länder, die Defizite machen, sonst irgendwann pleite gehen würden. Und das ist halt diese ökonomische Inäquivalenz. Wie gesagt, der Euro, das ist eine Fehlkonstruktion, den sollte man entweder rückabwickeln, kontrolliert, oder reformieren. Also ja, das würde dann entweder auf zusätzliche Transfermechanismen oder auf eine Koordination der Lohnpolitik hinauslaufen. Aber einfach zu sagen, ja, EU, Euro, ich nenne das jetzt mal alles in einer Reihe und dann der ganze Laden ist schlecht austreten, naja, da vermischt er verschiedene Ebenen. Da vermischt er hier verschiedene Ebenen. Die EU Europa sei. Das ist totaler Quatsch, weil da müsste man Europa so fassen, wie es ist. Europa geht nämlich bis nach Moskau und weiter. Das ist auch Europa bis Lissabon. Und zu behaupten, das wäre der europäische Geist. Da wird eine Wirtschaftsunion, die letztendlich auch amerikanische Wirtschaftsinteressen verkaufen soll, dass hier amerikanische Produkte verkauft werden sollen oder westliche Produkte verkauft werden sollen, als Wall gegen russische und chinesische Produkte. Das wird uns als EU und als Werteunion verkauft. Das ist natürlich keine Werteunion. Und wenn man immer Leute auch gängelt und zwingt dazu, Dinge anzunehmen, die gar nicht wollen, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Auf was haben wir uns geeinigt? Also glaubt man Annalena Baerbock, dann ist das Schöne an der EU, dass wir alle dieselben Stecker haben. Das ist natürlich Quatsch. Wir einigen uns auf irgendwelche merkwürdigen Standards. Also ich bin da sehr enttäuscht und ich glaube, wenn wir zurückkehren würden zu einem Europa der Vaterländer, wo jede Nation für das steht, was ihren Kernwert ausmacht und man sich auf ein paar Grundstandards einigt, dann gehen wir weiter. Und das gibt es übrigens alles schon. Es gibt ja eine Branche, die ohne EU sich längst auf internationale Standards geeinigt hat. Die kennt natürlich Paul, das sind Flieger. Also Fluggesellschaften haben sich auf internationale Standards geeignet. Wenn irgendwo ein Unglück entsteht, da gibt es internationale Behörden, die sagen, lasst uns gemeinsame Standards festlegen, wie Flugzeuge gebaut werden, wie reagiert wird, wenn ein Flugzeug abstürzt, wer mit wem in welcher Reihenfolge zusammenarbeitet und so weiter. Das gibt es schon. Dazu brauche ich keine Bürokratie. Und das ist genau, was die EU eben macht. Das wird immer bürokratischer, immer undurchsichtiger. Und wir sehen eben auch, Brüssel ist ja nichts anderes als der Zentralfriedhof für Lobbyisten, ja, Revolving Door Politik. Das ist alles so dermaßen undurchschaubar, eine Korruptionsmaschine. Und deswegen, das kostet uns nur Geld, das bringt uns nichts. Und ich glaube, dass man, wenn man sich einigen möchte, dass man das in kleineren Rahmen tun kann. Und wir sollten uns vielleicht auch davon verabschieden, dass man sich in Europa immer auf alles einigen müsste, damit etwas vorangeht, weil das macht Europa ja auch aus, dass wir eben ziemlich verschieden sind. Ich lebe lieber damit, dass wir sehr verschieden sind und vorankommen, als dass wir ein bürokratisches Monster haben, was uns alle gängelt und wahrscheinlich irgendwann auch noch mit amerikanischer Technologie dahingehend bedampft, dass hier Verbrenner verboten werden und wir nur noch Teslas fahren. Also ich bin, was diese drei Organisationen angeht, sehr enttäuscht, desillusioniert und ich glaube auch nicht, dass wir da zum ursprünglichen Geist, wenn es den mal gab, zurückfinden werden. Deswegen raus. Da muss man natürlich dann überlegen, wie man anders verfährt und ich glaube, da wird es Zeit, dass in den Landesparlamenten und in den Parlamenten überhaupt Leute sich mal die Frage stellen, ob es immer so
groß sein muss. Ich würde mir ja schon wünschen, wenn man im deutschsprachigen Raum sich auf ein paar Standards einigen würde, das sind immerhin 100 Millionen, das wäre dann eben Österreich, die Schweiz und auch Deutschland. Und da würde ich mal anfangen. Und dann sind wir in Europa eben ein bisschen verschieden und das hat uns noch nie geschadet, weil wenn ich mich daran erinnere, den größten Teil meines Lebens in Europa hatten wir nicht mal dieselbe Währung und wir haben uns nicht bekriegt. Also zu sagen, wenn der Euro weg ist, dann führen wir wieder Krieg gegeneinander, ist natürlich auch totaler Quatsch. Deswegen nochmal meine Wunsch. Ja, wie gesagt, hier bringt Kelvin unterschiedliche Sachen durcheinander. Also der Euro, wie gesagt, der hat Europa gespalten und nicht geeint. Die abrupte Aufnahme von zahlreichen osteuropäischen Ländern, ja, also was sicherlich eher den geostrategischen Interessen der USA diente. Deswegen treiben die USA ja auch den EU-Beitritt der Türkei voran. Die USA wollen die EU so heterogen machen, dass man dazu gar keine gemeinsame Entscheidung mehr kommen kann. Deswegen waren die USA auch traurig über den Brexit, weil man Großbritannien gerne als amerikanischen, also besonders treuen amerikanischen Vasallen in der EU haben wollte. Aber wir sollten hier unterscheiden, wie gesagt, der Euro oder ja auch viele Bestimmungen, die in der EU beschlossen werden, die sind die kann man von mir aus wieder abschaffen. Aber diese grundsätzliche Idee, man hat eine gemeinsame europäische Außenpolitik, damit man eben strategisch souverän ist, die ist ja nicht falsch. Also zu sagen, wir machen mit Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Außenpolitik, das wird ja noch viel weniger funktionieren. Die Schweiz will ja nicht mehr in der EU sein. Also die Schweiz, die hat darauf ja absolut keine Lust. Die sagt ja, wir sind ja ein neutraler Staat. Also dürfen sie auch sein. Die Schweiz hat ja den Luxus, dass sie nur von freundeten Staaten umgeben ist, dass sie mit denen gemeinsam im Binnenmarkt ist, dass sie eine sehr radikale Politik des Lohndumpings und der Währungsmanipulation fährt und die Nachbarstaaten sich das gefallen lassen. Also die Schweiz, die hat wirklich ökonomisch extrem aggressive Politik gegenüber ihren Nachbarn, aber wir lassen uns das alles von der Schweiz gefallen. Okay, wie gesagt, wenn die Nachbarn sich das gefallen lassen, dann soll die Schweiz das halt machen. Aber das finde ich jetzt ein bisschen Traumtänzerei hier von Kelvin. Dass man, also wir bräuchten müssen ja nicht alle Staaten aus der aktuellen EU mitmachen. Also Staaten, die keine Lust auf eine gemeinsame Außenpolitik haben, die können ja sagen, wie die Schweiz, wir sind draußen, wir verhalten uns neutral, wir treiben mit euch Handel, wir sind vielleicht Mitglied im Binnenmarkt, aber alles weitere nicht. Aber wir waren vor der EU, da hat Kelvin am Anfang ja gesagt, wir waren da sehr verschieden und haben die ganze Zeit Krieg gegeneinander geführt. Also bis 1945 war Europa ja fast durchgängig ein einziges Schlachtfeld. Also es gab immer wieder Versuche, dass so eine realistische Ordnung in Europa zu machen. Also ein Gleichgewicht der Mächte, aber das ist jedes Mal, also das hat zwar besser funktioniert als dieser andauernde Kriegszustand des 18. Jahrhunderts. Also im 19. Jahrhundert, das war ja schon wesentlich friedlicher als das 18. Jahrhundert, aber das war nicht dauerhaft erfolgreich. Also das hat dann zum Schluss zu zwei Weltkriegen geführt. Und da ist die Idee eines vereinten Europas eben sehr gut. Und dass wir gute Beziehungen zu Russland haben, das könnten wir ja haben, wenn wir eine eigenständige europäische Außenpolitik haben. Die EU könnte sich ja der Eurasischen Union annähern. Also Russland hat ja auch sein eigenes Projekt, wo Russland definitiv hegemonial macht, ist die Eurasische Union, wo es versucht, die zentralasiatischen Republiken, Weißrussland und wo es versucht, seine Nachbarn ökonomisch eng an sich zu binden. Und dementsprechend, wie Russland Hegemonialmacht in der Eurasischen Union ist, ist Deutschland dann Hegemonialmacht in der EU. Und wir sollten versuchen, also wie gesagt, nicht diese EU, wir können die weniger bürokratisch machen, wir können wirtschaftspolitisch vor allem viele Kompetenzen zurück auf die Nationalstaaten verlagern. Wir müssen die EU auch demokratisieren, wir müssen dem EU-Parlament mehr Rechte geben und der EU-Kommission, die können wir am besten abschaffen und durch was demokratisch Gewähltes ersetzen. Also wie gesagt, die EU, die kann man beliebig weit reformieren von mir aus. War einfach zu sagen, austreten da und dann machen wir irgendwas Neues, dann haben wir keinen Binnenmarkt mehr. Also wenn wir da jetzt plötzlich austreten von einem auf einen anderen Moment, dann haben wir keinen Binnenmarkt mehr, dann haben wir Zölle an der deutschen Grenze, dann haben wir Grenzkontrollen, wenn wir nach Polen oder Tschechien wollen, dann haben wir Ende des freien Personenverkehrs, Ende des freien Güterverkehrs, das wäre eine riesige Wirtschaftskrise, auch wenn wir dem aus dem Euro plötzlich austreten und den, also wie gesagt, der Euro ist eine Fehlkonstruktion, aber wenn wir plötzlich austreten und dann Chaos von 20 verschiedenen Währungen haben, die alle frei gegeneinander schwanken. Also der Handel würde zusammenbrechen. Das wäre eine riesige Wirtschaftskrise. Also die Kritik von Kelvin, die ist wichtig. Aber einfach zu sagen, ja, wir treten da aus und dann wird das schon irgendwie, das ist Traumtänzerei, das ist kein vernünftiger Lösungsvorschlag. So kann man darüber nicht diskutieren. Wunsch raus aus der NATO, dieses NATO-Erfahrung braucht kein Mensch, raus aus der WHO, das ist eine Gängelungsmaschine mit Spritze in der Hand, die dann auch noch... Wie gesagt, wenn wir aus der NATO und der WHO austreten, würde uns nichts Schlimmes passieren.
wenn wir aus der EU austreten und dann, also wie gesagt, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, dann hätten wir sofort eine schwere Wirtschaftskrise. Allein schon, wenn wir den Euro unkontrolliert auflösen, hätten wir, weil die Leistungsbilanzen sich ganz plötzlich ausgleichen würden, eine riesige Wirtschaftskrise. Also da muss man vernünftige Vorschläge bringen. Also ich bin ja, wie gesagt, eine kontrollierte Rückabwicklung des Euros oder auch eine Verkleinerung der EU beziehungsweise Kompetenzen auf die Nationalstaaten. Eine Reform habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber einfach zu sagen, austreten und dann wird alles gut, das ist Quatsch. Irgendwelche Dokumente schwärzt, möchte ich jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen. Und raus aus der EU, das ist nur noch absurder Wahnsinn, wo irgendwelche Konzerne nur noch wenige Leute bestechen müssen, um uns allen irgendeinen Quatsch zu verkaufen. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Was sagst du, Kevin, zu der möglichen Reformierbarkeit gerade der EU? Ich bin ja aktivistischer EU-Kandidat und möchte ja gerne in dieses Parlament, um das Ganze abzuschaffen. Ulrike Gorau sagt, wir müssen diese EU weiterentwickeln, eben genau zu dem, was oder ja, zu was eigentlich, also zu einer Republik der Vaterländer, zu einer Instanz, die das überwindet, was da gerade ist. Ich glaube ja, man kann einen Haufen Schrott nicht weiterentwickeln zu irgendwas Gutem. Man muss Mist abräumen und kann dann was Neues machen. Ich halte das Ding nicht für reformierbar. Sie sagt aber, ja, weiterentwickeln, verbessern. Was sagst du? Raus aus der Zusammenfassung oder kann man sie reformieren? Ulrike Rohr ist, wenn es um Europa geht, eine der schlauesten VertreterInnen, die wir haben und auch viel schlauer als die meisten Vertreter, die ich kenne, das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, sobald man versucht, Dinge anzugleichen, downsized man in der Regel. Man fährt das nach unten. So, warum eigentlich? Es wird Länder geben, die werden immer einen höheren Standard haben, weil sie sich den leisten können oder das zu ihrer Kultur gehört. Ich bin oft durch die Schweiz gefahren, da denkt man ja immer, sag mal, ist das eine Märklin-Eisenbahn? Soll das jetzt auf alle übertragen werden oder soll es eher so aussehen wie in großen Teilen Italiens? Ich weiß nicht. Ja, deswegen lass doch den Ländern ihre Universalität und worauf wir uns in Europa einigen sollten, und dazu brauchen wir aber nicht die Europäische Union, ist, dass Krieg kein Mittel der Politik sein sollte. Darauf sollten wir uns einigen. Das sollte aber nicht etwa nur sein in Europa, sondern generell. Aber wir müssen auch mal realistisch sein. Europa ist global gesehen auf diesem großen, letztendlich nur eine Provinz. Eine Puppenstube. So. Und war ganz konkret. Reformierbar oder ja oder nein? Ich glaube das nicht. Mit welchen Figuren denn? So, mit welchen Figuren? Ja, was heißt mit welchen Figuren? Also nach der Argumentation könnte man auch sagen, ja, die Bundesrepublik ist nicht reformierbar, lasst sie uns abschaffen. Mit der Argumentation hier. Also nenn mir ein Argument, was die EU spricht, was du nicht, also was gegen die Reformierbarkeit der EU spricht, was nicht gleichzeitig gegen die Reformierbarkeit der Bundesrepublik spricht. Und keiner der drei hier wird fordern, ja, lasst uns Deutschland abschaffen. Ja, die EU, alles, was in der EU passiert, passiert, weil die Nationalstaaten das wollen. Das entscheidende Gremium ist der Europäische Rat. Und wenn die Nationalstaaten etwas anderes wollten, also wenn in den Nationalstaaten eine andere Politik Einzug erhielte, dann wäre in der EU auch eine andere Politik möglich. Dann wäre eine Totalreform der EU möglich. Du könntest die EU-Kommission abschaffen und durch irgendwas anderes ersetzen. Der Europäische Rat könnte sich selbst abschaffen und durch ein demokratisch gewähltes Gremium ersetzen. Du könntest Gesetze gegen Lobbyismus machen. Du kannst diese ganzen Lobbyisten komplett aus Brüssel verbannen. Also das geht ja alles. Du kannst ja Lobbyisten Zutritt zu Parlamenten und so verbieten. Du kannst Politikern verbieten, sich mit Lobbyisten zu treffen. Du kannst Politikern verbieten, danach in die Wirtschaft zu wechseln. Du kannst Politikern verbieten, dass sie über Gelder annehmen. Also all das ginge ja. All das ginge, wenn wir andere Politiker in den Nationalstaaten hätten. Also das Problem liegt auf Ebene der Nationalstaaten. Also was wir auf Brüsseler Ebene sehen an Korruption, das ist nur eine Spiegelung dessen, was sie schon auf Ebene der Nationalstaaten ohnehin haben. Das sind ja Apparate, die sind deswegen so aufgebläht worden als gesichtslose Bürokratien, damit du eben nichts reformieren kannst. Und wenn die dann immer sagen, ja, wir kümmern uns darum, das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn die Telekom sich um was kümmert, was sie vorher angerichtet hat. Oder die Deutsche Bahn sich selbst reformieren will. Das ist immer diese freiwillige Selbstkontrolle. Nein, lass mal. Das ist interessante Beschluss. Die Deutsche Bahn ist immer noch der wahrscheinlichste Betreiber der EU, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ehrlich gesagt. Es würde plötzlich ganz viel Sinn ergeben, ja. Nein, danke schön, aber das ist wie Jehovas Zeugen versucht, sich von innen zu reformieren oder irgendwelche anderen Sekten oder die katholische Kirche. Geht in die Katharsis und guckt, gab es da Missbrauchsfälle? Wir gucken mal danach. Es mag sein, aber weg damit, brauche ich nicht mehr. Ja, Dieter, du bist ja als Europaaktivist, als Europaabgeordneter auch aktiv gewesen, der Linken, vor deiner Bundestagszeit, du wirst mich korrigieren, aber der Europapolitik kennst du dich intim aus. Wir haben am Rande mal drüber gesprochen, du tendierst eher zur Reformierbarkeit des Ganzen, oder? Also bist du nicht für den Austritt? Glaubst du, man gibt Alternativen dazu? Ich stimme ja Kevan voll zu. Nein, also ich war 16 Jahre im Europaausschuss und 10 Jahre europapolitischer Sprecher meiner Fraktion. Gut. Und sehe keine Reformierbarkeit. Willst du es bei der Einstimmigkeit belassen, kriegst du ohnehin keine Reformierbarkeit.
Willst du ein Mehrheitsprinzip einführen, dann kannst du es nur nach der Menge der Bürger, dann würden Deutschland und Frankreich die gesamte EU usurpieren, was sie sowieso mit ihren Konzernen längst tun. Ich habe damals auch gegen den Europa-Verfassungsentwurf. Du kannst den Europäischen Rat als Gremium auch abschaffen. Der Europäische Rat könnte seine eigene Abschaffung beschließen und dann könnte man da Vertreter demokratisch wählen, wie im US-Senat. Jedes Land hat zwei Vertreter und die werden dann alle 6 Jahre gewählt. Also das ginge, das könnte man beschließen, wenn man es wollte. Gekämpft. Übrigens hat da auch Reinhard May kräftig mitgekämpft dagegen, mit Unterschrift und allem. Einen der wenigen Fälle, wo er öffentlich aktiv geworden ist, auch wegen der kriegerischen Grundsubstanz der EU. Also ich bin da nicht für eine Reformierbarkeit, sondern sehe eigentlich nur, dass die EU so wie sie ist auf null zurückgeführt werden muss. Man kann etwas Neues, Internationales oder Intranationales schaffen. Das haben wir faktisch. Die EU ist ja nicht wirklich ein Staatengebilde. Man nennt das dann immer mit dem schönen Wort sui generis. Das ist dann was ganz Neues. Aber im Prinzip ist das ja nur so, dass da mit Tauschhandel wie auf einem Basar kriegt dann der Orban in Ungarn gesagt, du kriegst mehr Geld, da musst du in der und der Frage der NATO entgegenkommen. Und dann biegt auch der wieder bei und im Grunde genommen mit der postfaschistischen Präsidentin von Italien ist es ja so ähnlich. Der hat auch vorher gegen die EU gewettert. Dann hat man ihr ein paar ökonomische Anreize in den Raum gestellt und dann hat sie auch klein beigegeben. Das wird auch mit Le Pen so sein, da reichen viele laut rum. Deswegen, wenn man aufgeklärt ist und wirklich das Wohl der Menschen, auch das Streikrecht, auch die gewerkschaftlichen Rechte, die sozialen Rechte, aber eben auch die bürgerlichen Rechte im Auge hat, dann muss man raus aus der EU oder besser noch die EU völlig zerschlagen. Ja, und was dann? Was dann? Also wie gesagt, aus der NATO kann man austreten, ohne dass das irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Aus der WHO kann man austreten, ohne dass das für einen selbst irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Selbst ich hielte das jetzt nicht für sinnvoll, aus der UN austreten, ohne dass das negative Konsequenzen hätte. Aber aus der EU kann man nicht einfach austreten. Unser gesamtes wirtschaftliches Leben in Europa ist so eng verflochten. Die gesamten Wirtschaftsstrukturen haben sich darauf ausgerichtet, dass wir eine Währung und dass wir einen Binnenmarkt haben. Und wenn man aus beidem ganz plötzlich austritt, dann haben wir eine Wirtschaftskrise, die schwerer wäre als alles, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Das wäre einfach so. Und da muss man mir einen Plan sagen, wie man das verhindern will. Und nicht einfach auch das ganze Konstrukt des Scheiße einfach austreten. Ja, toll. Also das ist auch das Argument, was Anarchisten immer bringen. Ja, staatliche Ordnung, Machtstrukturen, die unterdrücken die Menschen, die sind blöd, also weg damit. Ja, was dann? Was dann? Also das ist genau die Frage, die drei uns hier jetzt auch nicht beantworten können. Eindeutiges Votum. Ich kann mich da nur anschließen. Tut mir leid, da gibt es keinen Dissens. Also was diese Instanz über die Jahre aufgebaut hat an Versorgungsebenen eigentlich nur für Eurokraten, für die dritte, vierte, fünfte und zehnte Garde abgelegter Politiker, die ja zuvor alle in ihren Ländern versagt haben. Wer ist denn schon mal befördert worden für Leistung nach Europa? Und sich wie eine Schutzgeldmafia, weil das eine Schutzgeldmafia ist, im Prinzip um die Lösung der Probleme. Frau Strack-Zimmermann. Ohne sie gar nicht hätten. Ja, Frau Strack-Zimmermann wird ja auch nach Europa weggelobt, weil die keiner in der FDP mehr so richtig ertragen kann. Ich meine, das ist ja nun wirklich unterschiedlichste Macharten landen da. Du hast völlig recht, das ist ein Elefantenfriedhof. Frau von der Leyen, sage ich nur, was soll denn das alles? Das ist Quatsch. Ein Endlager für Menschen, die im normalen Leben versagt haben. Da gibt es ja noch andere. Ja. Wer es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da nicht schafft, der kann dann, oder wer heute dann nicht mehr reinkommt, der kann dann nach Europa. Ich glaube tatsächlich, dass da auch, und jetzt, das soll keine Wahlwerbung sein, ich sage explizit vorher, wählt halt irgendjemand anderen für dieses EU-Parlament und wählt nicht den neuen Brandenburg. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Also ich rufe dazu auf, BSW zu wählen. Wenn BSW auf 9% kommt, dann kommt wahrscheinlich Michael Lüders ins EU-Parlament. Also wenn ihr... wenn ihr Michael Lüders im EU-Parlament sehen wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das BSW auf mindestens 9% kommt. Am EU-Parlament, ein guter Punkt ist, um einen Hebel anzusetzen. Wir haben mit dieser Europawahl die Möglichkeit, da Menschen wie Martin Sonneborn reinzuschicken. Von mir aus AfD-Abgeordnete, Basisabgeordnete, all die Menschen, die nicht zu dem Konglomerat der bisherigen Versorgungsstrukturen gehören, weil am Ende zählt nur das. Ja? Am Ende zählt nur das, gehörst du zu diesem Apparat, der mitpartizipiert, in dem, was Pharma- und Rüstungsindustrie dazu verteilen haben, kriegst du da eine dicke Kohle und bist du eben Ungelernter, der nur noch Berufspolitik dort machen kann.
dann bist du eben unglaublich korrumpierbar. Und diese neuen Ausschüsse, selbst wenn es eine Partei ist, wie die Mein Parteienskepsis ist bekannt, ich glaube mittlerweile daran, das Beste ist, wir überwinden die Parteienstruktur, die Parteienmacht in Gänze. Aber auf dem Weg, Dieter muss natürlich den Kopf schütteln, der glaubt immer noch an die Linke. Aber nein, ich glaube nur, selbst wenn wir alle drei zusammenhielten, wir würden die Parteien nicht abschaffen können. Sowas klebt so fest, da brauchst du mehr als einen Meißel. Kann ja sein, ist eine Randfrage, aber es können ja auch Parteien dabei helfen, an einem Punkt genau irgendwo einen Keil in die Wand zu kriegen oder einen Nagel in die Wand. Und ich glaube, dass Europa da ein guter Punkt sein kann, weil wenn man den Dexit denkt und tatsächlich Deutschland aus der EU rauskriegt, allein die Abstimmung hinkriegen würde, Deutschland aus der EU raus, würde das so einiges in Gang setzen. Die Abstimmung, eine Volksabstimmung über den Dexit ist so ähnlich wie der Verbotsantrag gegen die AfD. Er mag scheitern mit Ansage, aber das, was in Folge in Gang gesetzt wird an Diskussionen, in Energien, das ist es schon mal wert. Und jeder weitere Mensch, der auch nur mit einem Bruchteil der Qualität eines Martin Sonneborn dort fragt, stellt, dort immer wieder den Finger in die Wunde drückt, kann helfen. Deswegen denke ich, wählt da die Renegaten, sorgt dafür, dass Sonneborn geklont wird und dass andere da reinkommen und es dann auf ihre Art weitertreiben. Und das ist dann auch vor der WHO aus meiner Sicht ein wunderbarer Angriffspunkt, Kevin. Ich finde das so. Ja, definitiv. Na, WHO und NATO, wie gesagt, WHO, inwieweit man die reformieren könnte, ist jetzt eine andere Debatte, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber da könnte man austreten ohne die Konsequenzen, diese Forderung. Also nach einem EU-Austritt. Da muss man mir sagen, was man will, dass danach kommt. Also Paul Brandenburg hat es ja gesagt, ihm geht es darum, eine grundsätzliche Debatte über die EU anzuregen. Ja, die können wir gerne führen. Die EU in ihrer derzeitigen Form, die muss abgeschafft werden. Also da muss diese gesamten Institutionen, außer das EU-Parlament, die müssen abgeschafft und durch demokratisch gewählte Institutionen ersetzt werden. Und vor allem in der Wirtschaftspolitik müssen die Nationalstaaten wieder ihre alten Kompetenzen zurückerhalten. Also es ist unglaublich, wie sich die EU hier in nationale Belange einmischt. Aber einfach zu sagen, ja, wir treten aus dem ganzen Laden aus, Problem gelöst, nein, das glaube ich nicht. Na gut, weil auch wenn du jetzt da kommst, da weiß ich wenigstens, das ist dann, da habe ich mehr Unterhaltung, ne? Das ist ja ganz klar, obwohl ich ja glaube, dass die Einzelpersonen, die werden da geduldet, aber ausrichten könnt ihr natürlich nichts, weil die dort sprechen, richten ja auch nichts aus, die richten insofern nur aus, was andere gesagt haben, was sie ausrichten sollen, damit sie da weiter bezahlt werden. Ich finde nur generell absurd auch diese Stanze, dass wir in Organisationen drin sind, in die man nur eintreten kann, aber da ist kein Austritt vorgesehen. Es gab sogar einen Austritt bei der Titanic, der war auch nicht ausprobiert. Aber am Ende kann man doch irgendwo auch austreten, oder? Great Exit gibt es ja schon, das heißt sterben. Also wir wissen nur, wenn man in die NATO rein, in die EU rein, aber Austritt, da gibt es gar kein Formular dafür, dann braucht man vielleicht auch gar keinen zum Austreten. Deswegen, ich finde Dexit super sympathisch. Und man hat ja auch den Briten gesagt, ihr werdet schon noch sehen, was davon passiert. Ich war noch nicht in London, ich habe es nicht gesehen. Also denen geht es ganz gut. Ja? Die Briten sind ja sowieso ein bisschen merkwürdig. Die waren ja auch nie sofern in der EU, weil sie ja nicht mal das EU-Geld hatten. Also warum eigentlich nicht? Gute Frage. Gut, also ich bin der Meinung, es ist warum überfällig. Nicht? Weil die Deutsche Bundesbank in der Währungskrise in den 90er Jahren sich geweigert hat, das Pfund zu stabilisieren. Da ist das Pfund aus dem Mechanismus rausgeflogen. Da hatten amerikanische Hedgefonds gegen diesen europäischen Wechselkursmechanismus gewettet, der beispielsweise eine Überbewertung des Pfunds und der Lira vorsah. Und entsprechend hatten sie damit sogar Erfolg und haben das Pfund am Ende aus dem Wechselkursmechanismus rausgedrängt. Und also George Soros hat da, glaube ich, $1 Milliarde verdient. Also da sind ein paar Leute sehr, sehr reich geworden. Das liegt eben auch an der deutschen Weigerung, hier sich hinter andere europäische Länder zu stellen. Also da hat sich schon sehr früh gezeigt, dass Deutschland eigentlich kein Interesse an einer weitgehenden europäischen Einigung hat, sondern ökonomisch der Hegemon sein will, aber bloß keine gemeinsame politische Verantwortung übernehmen will. Also und dass Deutschland auch kein Problem damit hat, wenn Spekulanten hier den europäischen Wechselkursmechanismus auseinanderjagen. Also es ist nochmal eine andere Geschichte, aber weil Kevin gerade diese Frage aufgeworfen hatte. Ich bin auch als erster gerade bei der größten chinesischen Bank damals eingestiegen, One Road, One Belt. Welche Rolle spielen die eigentlich, die Briten? Von denen redet man eigentlich viel zu wenig. Brzezinski, McKinder, Badawas? Nein. Ich denke, dass wir auch sehen müssen, was das kostet. Und dass es auch letztendlich eine Demokratieverhinderungsmaschine ist, lokal, weil die ja immer mehr Rechte an sich greifen. Und wenn man sagt, europäisches Recht schlägt deutsches Recht. Das heißt, du musst da ja, das ist ja genau der Punkt,
viel weniger Leute bestechen, damit jedes Land in Europa Dinge sagen muss, die kein Bürger will. Das ist also höchst undemokratisch. Nachdem das 99,9% tatsächlich begriffen haben und die es nicht begriffen haben, die haben was davon, sage ich einfach, Schluss machen mit dem Spuk. Wir können alle ein bisschen enttäuscht sein. Und ich gehe auch davon aus, dass wir uns als Europäer dann auf andere Dinge auf lokaler Ebene einigen werden. Es wird auch nötig sein. Ja, wollen wir jetzt alle rechts oder links fahren oder wie soll in Zukunft, soll es noch Flaschenpfand geben? Finde ich auch alles super, ja. Aber wir brauchen da eben nicht so ein Bürokratiemonster, wo man sich manchmal fragt, die haben jetzt 20 Jahre lang darüber geredet, wie lange eine Gurke sein soll. Was hat das gekostet? Was soll denn das? So, ich fürchte nur, dass wenn wir das nicht machen, dass wir bald eine europäische Armee haben, die durch Frankreich und Deutschland bestimmt wird und die dann durch Amerika über den Hebel EU nach Osten geschickt wird. Das befürchte ich, wenn wir uns da zu lange und Zeit lassen. Auch im Inland eingesetzt werden kann. Genau. Deswegen darf die EU nie eine eigene Armee bekommen. Also hier 100%ige Zustimmung. Also, oder zumindest bevor man überhaupt über sowas diskutiert, muss da außenpolitischer Pazifismus in die EU-Verträge reingeschrieben werden. Also es gibt ja Länder, die also komplett ohne Armee leben. Also es gibt auch Länder, die eine pazifistische Verfassung haben. Deswegen, die EU braucht keine eigene Armee. Die EU braucht keine eigene Armee. Denn doch, wenn der Europäische Gerichtshof irgendetwas sagt, hat er keine Armee, es in einem Land umzusetzen. Daran wird gearbeitet. Ganz genau. Ja. Deswegen, es ist nicht so, dass es eben nur um irgendwelche merkwürdigen Verordnungen geht oder irgendwelche dicker Nummernschild sein, sondern da gibt es ganz sehr wohl Interessen, die geopolitischer Natur sind. Und wenn man sich mit der EU und den Vorgängerorganisationen mal beschäftigt, das war ja jetzt keine Idee, die in Europa erdacht wurde, die wurde mit ersonnen, aber in Amerika hatten viele Interessen daran, das umzusetzen. Das hat Herr Kissinger mal schön auf den Punkt gebracht. Europa hat keine Telefonnummer. Und jetzt hat es eben meine 2, 3 Telefonnummern in Brüssel. Und da sitzen Leute, die von Amerika ziemlich gut gefunden werden, weil sie amerikanische Politik umsetzen. Das ist eigentlich EU. Ja, insofern auch zur Europawahl und auch zum Ende der EU, idealerweise durch einen Dexit. Dieter, bis dahin, sagst du, gibt es eine weitere Chance, denn aus Boomländern der Nation werden oft ihre Helden. Ja, ich habe das deswegen gewählt als Schlagzeile, als ewiger Loser der Schlagzeilenumfragen, weil ich euch beiden, die ihr nicht mehr so ganz euch wohlfühlt in eurem Heimatland, was ich alles gut verstehen kann, und auch vielen anderen, die teilweise auch sich vertrieben fühlen, etwas Mut machen will, an einem Beispiel, was jetzt ganz aktuell ist, nämlich Klaus Wessel. Ja, damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Dazu kommen wir gleich. Nochmal, jemand hat im Chat gefragt, welches Land hat keine Armee? Costa Rica hat keine Armee. Und ja, wenn du dich in einer friedlichen Nachbarschaft bewegst, dann brauchst du keine Armee. Und wie gesagt, die EU selbst braucht auch keine Armee. Die ganzen Nationalstaaten, die haben ja eigene Armeen, da braucht die EU nicht noch zusätzlich eine. Wieso? Man kann sich ja auch auf eine gemeinsame Außenpolitik einigen, ohne dass man eine gemeinsame Armee hat. Jahrhundertelang gab es immer wieder große Reiche, wo jede einzelne Provinz eigene Armeen hatte. Also, wie gesagt, das ist jetzt schon länger her, brauche ich jetzt nicht zu ausführlich drüber reden, das hat auch eigene Probleme, aber wenn wir eben keine Vereinigten Staaten von Europa wollen, sondern wenn wir die EU nur als Staatenbündnis wollen, dann darf die EU keine eigene Armee bekommen. Und auch aus ganz realpolitischen Gründen, diese Gestalten, die da gerade an der Macht sind, die sollten schon keine nationale Armee in ihre Hand bekommen, die sollten erst recht keine europäische bekommen. Also es ist erstens unnötig, es gibt niemanden, der uns bedroht, und zweitens haben wir die nationalen Armeen, falls uns doch jemand bedrohen sollte. Wie gesagt, da ist aktuell niemand, wird auch keiner auftauchen, wenn wir uns nicht weiter so aggressiv verhalten. Also ja, also gibt es auch keinen Grund, sich eine Armee anzuschaffen. So, also wie gesagt, kommen wir gleich zu Boomerinnen der Nation, zu Klaus Wieselski mit Dieter Dehm, aber das ist dann das nächste Thema. Kommen wir nun zu Dieter Dehms Schlagzeile. Er beschäftigt sich mit den Boomerinnen der Nation. Was Mut machen will, an einem Beispiel, was jetzt ganz aktuell ist, nämlich Klaus Wieselski. Der war ein Buhmann, der hatte seine Familie teilweise in einem Hotel unterbringen müssen, weil gegnerische Kräfte die Adresse verbellt hatten. Kewan, ist das kein unbekannter Vorgang, wie man sowas macht, um dann Druck auf die Privatsphäre auszuüben, was unerträglich ist. Und ist überall durch die Presse geschmiert worden. Was haben sie nicht alles über ihn
zusammengekeift. Dennoch war eine immer noch erstaunliche Minderheit in den Wochen, auch als sie am Bahnhöfen warten mussten, was sie auch ohne Streik und ohne GDL meistens müssen, an seiner Seite. Das war erstaunlich. Und jetzt hat er gewonnen. Das heißt, er hat nach diesen vielen Streiks die Arbeitszeitverkürzung über das Maß hinausgebracht oder unter das Maß gebracht, was ihm die Bahnführung zugestehen wollte. Und jetzt haben zwar die Kollegen eine Wahlfreiheit, da versucht dann die Bahn natürlich, die mit Geld zuzuscheißen, damit die möglichst nicht die Arbeitszeit verkürzen. Aber dieses Phänomen, was Klaus Weselski immer wieder sagte, du hast teilweise jemand, der 12 Stunden gearbeitet hat und der sitzt vorne im Zug und fährt unter diesen Bedingungen mit 240 Stundenkilometern im ICE, das wird der Vergangenheit angehören. Wir können hier auf ausgeruhtere Menschen hoffen und wir können mit diesem Streik auch endlich erkennen, dass 170 Milliarden auf die Schiene müssen. Die Schiene ist die Mutter der Nation. Sowohl wer irgendwas am Klima verbessern möchte, auch wer die Logistik in Deutschland auf dieser Briefmarke, wo weit über 80 Millionen Menschen leben, was unser Riesenvorteil ist, dass wir vernetzt sind und schnell zueinander kommen, auch ohne Inlandflüge, dass dieser Vorteil eben ausgebaut werden kann. Also mit diesem Streik ist Enormes geschafft worden. Vor allen Dingen jetzt die laute Forderung, dass eben viel mehr Geld auf die Schiene muss als in die Ukraine. Und das verdanken wir eben auch dem Durchhaltevermögen dieser GDL, Klaus Weselski und seinen Kollegen. Und da bin ich dabei zu sagen, jetzt wo er gewonnen hat, kriegt er sogar Lob von diesem FDP-Verkehrsminister. Natürlich gleich wieder eingeschränkt. Es kommt Lob aus der Gesellschaft, aus anderen Gewerkschaften, die immer gesagt haben, die GDL sei eine Spaltergewerkschaft und jetzt erkennen müssen, die haben ja pionierhaft Vorarbeit auch für ihre Tarifforderungen gemacht. Das ist alles, finde ich, sehr, sehr, sehr lobenswert. Und das bringt mich natürlich in einer ganz anderen Größenordnung dazu, dass ich sagen muss, viele sind mit solchen Shitstorms, wenn es die damals gegeben hätte, oder Steckbriefen gesucht und an den Pranger gestellt worden. Nelson Mandela wurde mal als Terrorist gesucht und eingesperrt. Wir wissen, was daraus wurde. Ein Held seiner Nation, von einem Buhmann zum Helden. Ganz andere Größenordnung als Klaus Weselski, das muss mir jetzt keiner sagen. Fidel Castro stand vor Gericht, wurde als Morgen in der FAZ. Dieter Dehm setzt Mandela und Weselski gleich. Aufrührer und Terrorist verdächtigt. Julian Assange hat jetzt eine kleine Hoffnung bekommen, die wir eigentlich ein bisschen auch feiern sollten, so wie ich übrigens auch Klaus Weselski geraten habe, meine Feier zu machen, auch für die Bahngäste und sich zu bedanken für die Geduld. Man muss auch zeigen, dass man neben knallhart verhandeln auch feiern kann. Sarah Wagenknecht, ohne die Genickschläge, die sie in der Vergangenheit übrigens auch aus der eigenen Partei bekommen hätte, wäre sie jetzt nicht mit diesem Charisma ausgestattet. Und ja, ich sage das jetzt an euch beide auch. Vielleicht hat das Schicksal ein Einsehen. Und aus dem Buhmann Paul Brandenburg und aus dem Buhmann Kevan Sufisiyavas wird mal auch ein Held der Nation, der in Zeiten, wo das nicht ganz einfach war, ja, jetzt müsst ihr nicht so sehr schmunzeln, die Wahrheit gegen den Strich gekämmt hat. Ich sage das nur ein Beispiel, ich bin als kleiner Junge. Frühestens in den 2030ern, das ist meine Einschätzung. An der Hand meines Vaters zu Willy Brandt Kundgebung mitgebracht worden. Das war ein glühender Sozialdemokraten, weil er bekannter Fußballer war, auch befreundet mit Willy Brandt. Da war kein Charisma. Erst als die auf den eingedroschen haben, vaterlandsloser Geselle, uneheliches Kind Herbert Frahm und so weiter, die Bild-Zeitungskampagne liefen und dann er für eine Aussöhnung mit Russland, mit der Sowjetunion eingetreten war und nochmal Schläge bekam, dann wuchs das Charisma. Also Schläge sind da nicht hinderlich. Ich sage das deswegen, weil wir in einer Zeit sind, in der wir ja immer wieder gesagt bekommen sollen, du Paul, du Kevan und viele, die uns hier zuschauen, wir sind alleine, wir sind isoliert. Ich sage das nur, trotz der ständigen Propagandamaschine sind nur noch 2 von 5 Deutschen für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Und bei vielen Unentschlossenen 43% lehnen das ab. Das kannst du gar nicht nachvollziehen, wenn du Tagesschau und heute siehst oder jetzt auch wieder die ganze Propaganda, wo heute sagt, wir wissen zwar genau, dass es keine Spur in die Ukraine gibt bei diesem Terroranschlag, aber wir werden nie erfahren, wer wirklich die Täter sind. Welch ein Widerspruch. Wir sollen immer wieder eingebläut bekommen, wir seien isoliert. Und in europaweit ist nach einer Ipsos-Umfrage nur noch jeder Vierte vom Sieg der Ukraine
überzeugt, obwohl wir ständig ja erzählt bekommen, wenn wir nur durchhalten, wenn wir nur Taurus liefern, wenn wir nur weitere Drohnen und Leopardpanzer liefern, dann werden die den Russen niederwalzen. Das ist verfängt offensichtlich in der gesamten europäischen Bevölkerung überhaupt nicht. Und 41% der EU-Bürger wünschen sich, dass es schnell zu einem Verhandlungsfrieden kommt. Sind also hier auf Linie sogar von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich. Derweil stehen dann so Leute wie Heinrich Brücker oder Kai Stratus vor Gericht, weil sie Frieden befördert haben und Dinge aufgedeckt haben. Und wir wissen alle, dass das noch nicht zu Ende ist mit Julian Assange. Ich sage das deswegen, weil da auch etwas Hoffnung klingt. Wir sind hier in unserem Nachschlag-Express ja oft dabei, die Welt schwarz und noch schwarzer zu malen, und sie ist schwarz. Und es ist gut, das Schlechte immer wieder zu sagen, damit sich das Gute im Kopf anregt. Der große französische Dichter Paul Éluard hat mal gesagt, eurer Verzweiflung Gesang soll die fressende Flamme der Hoffnung entfachen. Man muss auch manchmal verzweifelt sein können, um wieder zu optimistischem Tun zu kommen. Und deswegen möchte ich halt diesen Mut machen an dem kleinen Beispiel Klaus Berselski und der GDL. Und ich möchte das natürlich auch ausweiten in einem historischen Kontext. Oftmals sind es eben die Buhmänner, die sich scheiße fühlen, die sich alleingelassen fühlen, die sich auch wirklich ohnmächtig fühlen gegenüber einer Justizmaschine, gegenüber einer Spitzelmaschine der Geheimdienste, die dann am Ende des Tages oder der Woche oder des Jahres zu den Helden und zu denen werden, wenn man das Wort Held vielleicht ein bisschen vorsichtig verwendet, zu denen andere dann allmählich aufblicken und erkennen, die haben zu einer Zeit, wo es nicht gratis war, versucht, der Lüge entgegenzuwirken. Das möchte mal nachwirken lassen und hoffen, dass du recht hast. Dein Wort in Gottes Gehör, Candida. Kevan, nach meinem bescheidenen historischen Wissen kam vor irgendwelchen Rehabilitationen dieser Art immer ein Ausmaß an Vernichtung, dass man sich nicht wünschen kann, um rehabilitiert zu werden. Ich bin da etwas pessimistischer als Dieter, aber vielleicht siehst du das anders. Nein, natürlich hat Dieter recht, dass man sich die Frage stellen muss, wenn wir nur darüber reden, dass es sowieso alles gar keinen Sinn macht, warum machen wir dann diese Sendung? Dann sollten wir auch einen Whisky-Club machen und sagen, lass den Abend gut aus, ist schon richtig. Das ist keine Entschuldigung, da bin ich hier falsch. Ja, ich hab das mal ja, aber auf der anderen Seite folgendes. Es ist natürlich richtig, dass man vor allem Menschen, die noch leben, dass man zu denen sagt dazu, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, ist schon in Ordnung ihr. Und es gibt auch eine Menge Leute, die sich an euch orientieren. Das merke ich ja selbst, wenn ich auf Vorträgen bin, da werde ich auch immer auf diese Sendung angesprochen. Immer schöne Grüße auch an euch, die sagen, ich gucke mir das sehr gerne an, weil da neben dem Schlagabtausch und den unterschiedlichen Meinungen, aber auch immer so ein bisschen, warum seid ihr noch am Start? Weil wir glauben, noch etwas machen zu können, auch wenn die Chancen relativ gering sind. Ich sehe das ja sehr sportlich, wie so ein Outlaw beim Fußball oder der Formel 1, die dann an allen vorbeiziehen. Ich sehe so etwas ja lieber, als dass der übermächtige Gegner mit seinen Millionen den besten Spieler einkauft, dann immer gewinnt, ist ja langweilig. Aber was ich sagen möchte ist, diejenigen, die meine Vorbilder sind oder Leute, an die ich orientiere, das waren natürlich alle Helden, die zu ihrer damaligen Zeit alle sogenannte umstrittene Personen waren. Ja, so, und da muss man gar nicht zurückgehen bis Jesus Christus, der war ja bei den Römern ziemlich umstritten. Das ist ja ganz klar. Und ich sage ja einmal, hätte Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten. Also wenn das die Römer verlangten, natürlich war ein schwieriger. Aber gleich hat natürlich dir, Dieter, das ist der Einzige, auf den das ein Schwurbler. Aber eben auch, ob du jetzt Malcolm X nimmst, Otto Martin Luther King nimmst, auch natürlich Geschwister Scholl, also Weiße Rose, waren ja vorher mal glühende Nazis und dann ist irgendwas passiert und waren dann eben Weiße Rose, wurde ja von ihrer damaligen Regierung nicht unbedingt quotiert, sondern posthum wurden die geehrt. Und das ist immer auch so ein Ding. Erstens, dass man, wenn man dann das erfährt, was man glaubt, was einem zutrifft, was andere sagen, einem zutrifft, das erfährt man eigentlich nur noch posthum und damit kann man Leute ja auch beleidigen. Die Frage ist ja, in welchem Umfeld dann ein Straßennamen aufgestellt wird. Also, dass die Rudi-Dutschke-Straße an der Bild-Zeitung steht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann gibt es auch noch solche Ehrenbürger in Frankfurt, wo jetzt mein Name daneben stehen könnte. Da steht dann vielleicht Hermann Abs und das ist dann beim Kemal-zu-Pesiva-Straße. Ich weiß nicht, ob ich da stehen möchte. Damit kann man Leute im Nachhinein auch noch bestrafen. Jemand, den ich sehr schätze, Annalena Baerbock-Platz. Damit kann man auch noch rein. Also jemand, den ich sehr schätze, Abi Nathan, damals Voice of Peace, der hat überhaupt, da ist nichts benannt nach ihm in Israel, auf seinem Grabstein steht einsam, er hat es versucht. Und was ich auch immer wieder feststelle, oft werden diese Helden, die Querdenker, die werden im Nachhinein auch noch von dem aktuellen System missbraucht. Inwiefern? Warum stellt eigentlich ein System Namensschilder von Leuten auf, die das damalige System, also der Nachfolger oder davor, massiv bekämpft hat? Was soll das eigentlich, dass man einen Platz nach, was ich Geschwister voll oder Platz oder Rosa Parks oder Martin Luther King oder Malcolm X Avenue, warum eigentlich? Und dahinter ist eben auch diese ganz perfide Psychologie, dass wenn wir daran vorbeigehen, ja, wir die Wut im Bauch haben, dass wir das anschauen, noch aufblicken und dass wir dann denken, wir hätten genauso wie die damals in deren Vergangenheit, deren Gegenwart gehandelt, während wir aber in der Gegenwart total passiv bleiben. Es ist der Trick bei der Angelegenheit, weil wir sollen nämlich Bewunderer werden.
Ja, aber Kevan, keine Nachahmer werden. Das ist genau das, womit gearbeitet wird. Man muss also auch. Kevan, das ist alles richtig und diskutiert man natürlich mit einem gewissen Widerspruch. Wir haben dafür gekämpft, dass die Rudi-Dutschke-Straße ausgerechnet vor dem Bild-Zeitungskonzern ist, weil ja die Bild-Zeitung erheblichen Anteil an den Schüssen hatte, die in seinen Kopf damals fuhren. Ich halte es nur für wichtig, dass wir gegen eine Lüge noch viel zentraler vorgehen, dass die benutzt werden heute. Das geht mit Scholl so, das geht mit Widerstandskämpfern des Faschismus so, um jetzt zum Beispiel diese Woken-Demos gegen rechts damit zu füttern. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir in dieser Ambivalenz schon auch an diese Helden erinnern und sagen, nein, die haben in ihrer Zeit, wie Galileo Galilei, als Buhmänner und als Verfemte ihre Dinge ausgesprochen gegen den Strich und macht das heute gegen den heutigen Strich. Das ist ja das Entscheidende. Die versuchen das alles so Vergangenheitskostüm zu wenden, dass es nur auf die Vergangenheit wirkt. Und dann sind sie plötzlich die antifaschistischen Kämpfer, wenn sie Belgrad bombardieren oder wenn sie sagen, wir müssen... Ja, Dieter, ich verstehe das. Ich verstehe das absolut. Aber also das ist wirklich ein gutes Beispiel, was Dieter dem hier gebracht hat. Also googelt diese widerwärtige Rede von Joschka Fischer gerne noch, wo er von einem, ja, wo er kommt im Kosovo herbeifantasiert und das dann mit Auschwitz vergleicht. Also diese völlige Grenzüberschreitung. Also schaut euch das gerne mal an, wie Geschichte von den Herrschenden instrumentalisiert wird, wenn es darum geht, ihre eigenen Kriege zu rechtfertigen. Also jeder antiwestliche Politiker, der mal die Ölindustrie verstaatlicht hat, ein Nachbarland überfallen hat oder was auch immer, der war auch immer der neue Hitler. Nasser war der neue Hitler, Gaddafi war der neue Hitler, Assad war der neue Hitler, Saddam Hussein war der neue Hitler und jetzt ist Putin der neue Hitler. Also das ist immer diese Propaganda des Westens. Das ist ein gutes Beispiel von Dieter Dem hier. Perfide, das ist diejenigen, die damals gegen das System gekämpft hat, auch noch benutzt, um sie beim Nachfolgesystem, ist am Ende immer der Geldadel. Natürlich, klar. Damit sie dich da auch konditionieren. Und ich erinnere mich nur daran, auch nicht besonders beliebt zu ihrer Zeit, war ja Hannah Arendt, auch nicht, als sie gesagt hat, hör zu, diejenigen, die da die Züge, wo sie doch pünktlich kamen in Deutschland, da vollgeladen haben mit Menschen, das waren eigentlich nur Hans Wurst, da hat man sie auch in Israel nicht gemocht. Und Hannah Arendt, ich kann es immer wieder sagen, hat ja unter anderem diesen schönen Satz von sich gegeben, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und da war ja vor allem während der Corona-Zeit eine Ausstellung in Berlin. Und wenn du da rein wolltest, musst du da eine Maske aufsetzen. Also ich kann nur sagen, also oft werden auch Menschen im Nachhinein noch missbraucht. Man muss also vorsichtig sein. Ja, aber nochmal, was Paul Brandenburg später noch kurz, vielleicht wird ein Gefängnis nach ihm benannt. Ich weiß nicht. Ich setze noch mal einen drauf. Der Sänger. Ein Speisesaal in einem Gefängnis. Ich setze noch mal einen drauf. Der Sänger Victor Jara, der berühmteste Sänger Chiles, der unmittelbar nach dem Putsch gegen Allende in diesem Fußballstadion von, ich glaube, 12 Kugeln durchsiebt wurde, als er das Lied Venceremos gesungen hat, ein vorzüglicher Gitarrist, ein Schauspieler, ein zärtlicher Mensch. Nachdem ist dann das Fußballstadion benannt worden. Nun kann man sagen, wie kann man ein Fußballstadion nach ihm benennen? Der ist ja darin umgekommen. Oder nimmt Che Guevara, der erschossen ist. Die sind natürlich tot. Das ist schlimm. Rosa Luxemburg ist tot. Aber es kann doch auch Lebenden helfen, sich an dem Beispiel aufzurichten. Und dann haben wir noch Lebende. Aktuelle Beispiele. Ja, Dieter, aber ich möchte kurz reingrätschen. Und das, wenn ich zum Beispiel daran erinnere, dass die Rosa Luxemburg, der Rosa Luxemburg-Platz in Berlin vor der Volksbühne, da hat die Volksbühne während der Demos gegen Corona sich abgehängt, weil sie mit denen vor der Tür nichts zu tun haben wollte. Und ein Kai Stut, der für mich auch ein Held ist, der hat seinen Job verloren, weil er es gewagt hat, mit mir auf einem Dach zu meditieren. Das geht natürlich nicht. Also es ist interessant, wie dann diese, und dann hieß es, das hat Rosa Luxemburg übrigens gar nicht so gemeint mit der Freiheit der Andersdenken. Das hat dann noch Rückkehr interpretiert. Also man muss immer darauf aufpassen, was aus das System immer sagt. Wir wollen das Heldentum, was damals uns gestört hat, benutzen, damit keiner noch auf neue Idee kommt. Ich habe es schon mal gesagt, wir sollen die anhimmeln, damit wir auf gar keinen Fall Nachahmer werden, damit wir uns einbilden, wenn es so schlimm wäre wie damals, dann wären wir wie damals gewesen. Aber da wir ja nicht so jetzt aufstehen, kann es auch jetzt nicht so schlimm sein. Das ist ja eine Psychologie. Weißt du, ich sage da so ein Beispiel. Ich habe ja mit Heinrich Böll oft zusammengesessen. Und ich weiß, dass er den Friedensgedanken gegen die Atomraketen der NATO sehr ernst gemeint hat. Und heute ist die Heinrich-Böll-Stiftung die begleitende Erscheinung für kriegerische Anstrengungen. Dennoch
wenn man dann mal sich die Mühe macht, mit den Zitaten, den Originalzitaten von Heinrich Böll gegen die grüne Führung zu argumentieren, hat man etwas hinter sich, weil man darauf hinweisen kann. Ich sehe schon, wie ich als Dieter Dehm Professor, Stiftungsprofessor in Hava eines Tages erklärt, war alles Faschismus. Ich möchte an dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich mal Franz Josef Strauß zitieren und meine damit die Grünen. Der hat ja mal gesagt, wenn ein Zug in die falsche Richtung fährt, ist jede Station falsch. Und das stimmt. Das stimmt. Und das gilt für die Grünen. Die sind vollkommen vom Weg abgekommen, aber geradezu fanatisch, weil bei ihnen ist es eben so, die sind religiös motiviert. Das ist wie eine Sekte und unter Vernichtung geht es nicht. Die Taz hat mal geschrieben, Leuten wie mir solle man überhaupt kein Konto geben. Das ist eine Art von Arisierung. Unglaublich ist das alles, ja. Dieter, eine Sache würde ich da schon mitnehmen. Also, womit du recht hast, ist, wir sollten feiern, finde ich. Und wir sollten gerade die da aufs Maul bekommen, hochhalten. Sicherlich nicht wir uns, aber beispielsweise Weselski und der Vergleich an der Stelle, gerade überlegt, ob ich unterbreche, aber der Vergleich an der Stelle von Kevin, der geht natürlich weit übers Ziel hinaus. Also, natürlich ist es ein absoluter Skandal, dass Deutschland massenweise Bankkonten gekündigt werden. Mittlerweile selbst bei der Volksbank Pirna, ich meine, da hatte der Kevan sein Konto und das wurde ihm da gekündigt. Das ist natürlich ein riesiger Skandal. Das ist ja, aber trotzdem braucht man da nicht mit so krassen Vergleichen um sich werfen. Klar machen, dass das an solchen Beispielen, dass es sich verdammt nochmal lohnt. Also ja, völlig richtig, ne? Kopf nicht hängen lassen. Ganz ehrlich, wir könnten ja auch nicht anders und auch ein Wieselski könnte offensichtlich nicht anders. Lasst uns endlich feiern und lasst uns lachen, lasst uns da positive Gelegenheiten finden für. Das ist vielleicht auch ein Auftrag an uns. Ich mache an der Stelle mal Werbung, weil am 11.04. da habe ich einen Überraschung. Okay, dann sind wir schon beim nächsten Thema. Ja, würde sagen, damit schließe ich den Beitrag von Dieter Dehm. Nun kommen wir zu der Schlagzeile von Paul Brandenburg. Das ist zugegebenermaßen etwas kryptisch, aber lassen wir ihn mal ausführen. Denn Moskau liegt jetzt an der Ostsee. Wir haben schon lange gelernt, dass Krieg jetzt Frieden ist und Freiheit Sklaverei. Und deswegen überrascht es nicht sonderlich. 133 Menschen sind gestorben, weil sie ermordet wurden. So viel wissen wir. Ansonsten wissen wir gar nichts. Aber was wir plötzlich dann wissen, ist wahrscheinlich von den gleichen Menschen beigebracht, die ukrainische Pässe auf irgendeinem Segelboot irgendwo in der Ostsee gefunden haben, Charterverträge und alles mögliche andere an Bekennerschreiben. Wir wissen auf jeden Fall sicher, weil es uns das Staatsmedium mitgeteilt hat, das waren keine Ukrainer. Die haben nichts damit zu tun. Also wir wissen gar nichts, so viel wissen wir. Wir wissen, dass der IS, der islamische Terrorstaat, sich dazu bekannt hat, zu diesem Anschlag auf ein Moskauer Konzert. Aber das ZDF-ARD-Staatsfernsehen weiß aus irgendeinem Grund ganz sicher, die Ukrainer waren es nicht. Da muss ich kein Dieter Dehm sein, um zu sagen, das hat ihn wahrscheinlich die CIA verraten und die NATO hat es noch irgendwie nach einer Apostille drauf gedrückt. Wir sehen an diesem Beispiel etwas sehr Wichtiges aus meiner Sicht und sollten begreifen, wenn wir diesen Irrsinn hören, im Angesicht, nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, von 133 toten unschuldigen Menschen, wahrscheinlich zucken einige und sagen, na, es waren ja Russen und die sind ja bekanntermaßen momentan furchtbar böse. Wenn Russen sterben, dann ist das erstmal bestimmt nicht so schlimm und im Zweifelsfall steckt Putin oder der Klimawandel dahinter. Aber an dieser unglaublichen menschenverachtenden Missinstrumentalisierung solcher Dinge. Und das zu sagen, spielt in keiner Weise die russischen Verbrechen runter, die im Rahmen dieses Krieges sicherlich auch passieren. Es ist auch keine Entschuldigung Putins und keine Sympathisierung mit irgendeinem Regime, wenn man einen Terroranschlag als solchen beklagt, ob der jetzt in Palästina stattfindet oder eben in Moskau, in kleinerem Rahmen zum Glück. Wir sehen sofort, dass er instrumentalisiert wird, und zwar von allen denkbaren Seiten instrumentalisiert wird. Zuerst dann von unserer, weil man feststellt, die Ukrainer waren es ganz sicherlich nicht. Er wird sicherlich in ähnlicher Weise, wenn es denn irgendwie geht, auch von russischer Seite instrumentalisiert werden für die eigenen Zwecke. Und wir sehen an diesem Beispiel exemplarisch, dass wir nichts sehen und sollten uns klar machen, was wir daran ganz eindeutig erkennen. Wir befinden uns ganz tief bis über den Kopf in einem Bürgerkrieg, in einem Informationsbürgerkrieg, in einem digitalen Bürgerkrieg, unser Regime auf der einen Seite mit verschiedenen Fraktionen auf der anderen Seite. Und wir sehen, dass es wirklich nichts mehr gibt in dieser Vermengung von realen Ereignissen, die irgendwo stattfinden und ihrer Interpretation, Metabearbeitung und Rebearbeitung der Metabearbeitung, wo am Ende das Gegenteil vom Anfang rauskommt. Es wird doch niemanden mehr überraschen, wenn morgen wieder ukrainische Pässe irgendwo gefunden werden in diesem brennenden Trümmerhaufen von Konzerthalle. Und Olaf Scholz erklärt, das waren auf jeden Fall nicht die amerikanischen Verbündeten. Also offen
Offenkundig wird doch jedes schreckliche Ereignis in der Weltgeschichte momentan für die Zwecke des Regimes gerade verwendet, das seine eigenen Kriegsinteressen durchsetzen möchte. Und wenn es davon, wenn wir eine einzige sinnvolle Information rausnehmen können aus diesem Irrsinn, aus diesem fürchterlichen Verbrechen und der Art, wie es unseren Medien kolportiert wird, ist, dass wir tatsächlich gar nichts mehr und restlos gar nichts mehr glauben dürfen. Es gibt das schöne alte Wort, glaub nichts von dem, was du hörst, sondern nur die Hälfte von dem, was du siehst. Und das müsste man eigentlich noch ein Stück weiter treiben mit Snicklink. Der sagt, es ist ja eher alles nur eine schreckliche Simulation und man kann es nicht mehr ernst nehmen. Der Sinn dahinter ist ein uralter. Da gibt es ein schönes Voltaire-Wort, und der hat erklärt, wer einen dazu bringt, Absurditäten zu glauben und für wahr anzunehmen, der bringt dann auch dazu, Grausamkeiten zu begehen. Und genau das ist dahinter die Logik. Nichts anderes ist dahinter die Logik. Es ist das, was die katholische Kirche über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, praktiziert. Es ist das, was solche Institutionen wie die Nazis praktizierten. Und es ist das, und da ist, ja, oh wei, Gott sei bei uns, ein Nazi-Vergleich. Es ist das, was unser Regime gerade praktiziert, wenn es den bösen, orkartigen Feind im Osten wieder hochschreiben möchte. Und nochmal, es ist keine Relativierung russischer Angriffe und russischer Aggressionen, die es ganz sicherlich auch gibt. Aber darum geht es eben gerade nicht. Es geht mir jetzt darum, unsere eigene Innensicht klarzumachen und jeden dazu aufzurufen, sich zu überlegen, in welchem Informationsbürgerkrieg steckst du eigentlich? Es ist ein rechter Wahnsinn im doppelten Sinne, in jeder Hinsicht eigentlich, was da passiert. Und wir können es exemplarisch an so einer schrecklichen Tat sehen, wenn sie eben beim bösen Feind geschieht. Denn es macht so deutlich klar, wie zweigeteilt diese angebliche Moral der Moralisten ist. Es sind immer die Moralisten, daran kannst du sie erkennen, die am meisten darüber reden, besitzen am wenigsten davon. Es sind die Priester der katholischen Kirche, die Moral hochhalten, die über die Hexen verbrannt haben. Deswegen ist mir jeder suspekt, der von seinen eigenen moralischen Erhabenheiten ständig und immer wieder spricht und betont, was für ein unglaublich integrer Mensch er ist. Ulrike Stockmann hat es mal schön rübergebracht, gab mir einen Geldschein, meinte, hier, ich bezahle mit einem garantiert echten 50-Euro-Schein. Und in diesem einfachen Sinne, ja, und mit dieser einfachen Lektion, glaube ich, muss man diesen Anschlag in Moskau verstehen. Und damit will ich nicht andeuten, Informationen zu haben, wenn nun wirklich dahinter sein könnte. Ich habe nicht die geringste und nicht die leiseste Ahnung. Es mag am plausibelsten sein, dass es der IS ist, aber der IS hat sich hier im Prinzip nicht anders verhalten wie das deutsche Staatsfernsehen. Er hat einen Vorgang, der da stattfand, für seine eigenen Zwecke schlagartig instrumentalisiert. Mag es sein, dass er es war oder auch nicht. Es nützt ihm, wenn es ihm zugeschrieben wird. Das Einzige, was unser Medium interessiert hat, ist, dass wir es nicht den armen Ukrainern zuschreiben, die wir gefälligst unterstützen sollen. Und was für mich daraus folgt, Dieter, ist, dass wir uns von jeder Art von Staatsmedium verabschieden müssen, und auch von jeder Art von Informationsmittlung über angebliche Vertrauensstellen wie solche Redaktionen. Und die Geschichte eigentlich der freien Medien aus meiner Sicht fortschreiben müssen. Wir können nur noch Informationsverbreitung mit einigermaßen Schutz gegen Geheimdiensteinflussnahme haben, glaube ich, wenn wir ein System etablieren, wenn auch, okay, ich weiß nicht, wie du das siehst, was auf Bürgerjournalismus basiert und was zur Art, eine Art von Mehrheit von tatsächlichen Vorortbeobachtern irgendwie zurückgreifen kann. Wie kann es anders noch gehen? Weil jede Art von Stelle, die als Clearingstelle fungiert, scheint nur noch zu lügen, Dieter. Ja, also mit der Kritik hat Paul Vandenburg völlig recht. Die Medien, die sind halt dazu da, um Feindbilder zu schüren. Und so genauso sah es nach dem Terroranschlag aus, nachdem die Vorwürfe gegen die Ukraine im Raum standen, waren sofort alle Medien bereit, obwohl sie keine Ahnung hatten, was passiert war. Ja, die Ukraine, die war es auf keinen Fall. Also ist natürlich reinste Propaganda. Man wusste nicht, was passiert war. Und entsprechend, ja, voreingenommen war dann die Berichterstattung. Also zunächst mal nur ist völlig übereinstimmen, dass wir scharf Fragen stellen müssen. Und die Fragen müssen auch in die Tabuzonen gehen. Da wird behauptet, der Islamische Staat, Abteilung Afghanistan, habe ein Bekennerschreiben formuliert. Und dann kommt einer der Experten in der Tagesschau und sagt, ja, das ist als zuverlässig einzuschätzen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist da ein Graphologe dran? Ist es wirklich im Netz nicht mehr möglich, ein Bekennerschreiben so zu formulieren, dass es auf irgendjemand hinweist? Und wer das denn gemacht haben soll, verfügt nicht über die Möglichkeit, obwohl er die Logistik hat, eine solche Halle in die Luft zu sprengen, ein Bekennerschreiben zu fälschen. Ich erinnere nur daran, dass der CDU, der Christdemokrat Aldo Moro in Italien ermordet wurde, als er ein Bündnis mit den Kommunisten eingehen wollte, Anfang der 70er. Und dann gab es ein Bekennerschreiben der Roten Brigaden. Damals war das technisch noch nicht so fortgeschritten. Und das wurde sofort als authentisch gesehen. Heute mehren sich die Stimmen, dass es das CIA bzw. deren italienischer Ableger Claudio gewesen ist, die Aldo Moro ermordet haben. Russland ist das Land, das... Ja, die CIA hatte die Roten Brigaden auch infiltriert, das muss man, glaube ich, dazu sagen. ...die ganze Zeit darauf dringt, jetzt mache ich mal den Putin-Versteher, dass man im Kampf gegen den islamistischen Terror zusammenarbeitet. Es sind nur ganz
wenige Staaten aus dem Westen überhaupt bereit gewesen, diesem Angebot näher zu treten. Das wäre jetzt von absoluter Dringlichkeit, dass man das Know-how verschiedenster Kräfte, die alle mit verschiedensten islamischen Terroristen zu tun haben, zusammenbringt. Und dann ist natürlich überhaupt gar kein Ausschluss zwischen Islamisten und Ukraine. Ja, warum sollen denn die, die nun wirklich mit Nazis zusammenarbeiten gegen Russland, nicht auch mit Islamisten? Ja, also wie gesagt, informiert euch bei diesem Terroranschlag. Wir werden uns das jetzt nicht weiter ansehen, denn auch die drei hier haben natürlich keine Ahnung und weiß nicht, warum man das so langziehen muss. Brandenburg hier ausdrücken wollte, das ist ja relativ schnell gesagt. Und ich würde sagen, das ist auch die Schlagzeile der Woche. Ich glaube, damit können wir die Reaktion für heute sogar schließen. Paul Brandenburg hat hier mit es herrscht ein Informationskrieg, die Medien sind nicht neutral, Moskau liegt jetzt in der Ostsee, so hat er es dann ausgedrückt, die Schlagzeile der Woche gelandet. Das können wir jetzt sagen. Also ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war die Reaktion auf Nachschlag Folge 25. Wir werden bestimmt auch bald auf Folge 26 und sollten sie erscheinen, auf die Nachfolgerfolgen reagieren.